Paragraph, ja. So, ich begrüße jetzt hiermit erstmal recht herzlich alle Leute, die es geschafft haben, beziehungsweise aufgrund der Einladung, hier heute der Veranstaltung beizuwohnen. Wir haben unseren Uwe Knietsch eingeladen. Wie alle wissen, geht es ja auch um unsere Bodenrechte und überhaupt um unser Recht aus dem Kaiserreich. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass so viele tatsächlich gekommen sind. Und ich möchte jetzt dementsprechend Uwe das Wort übergeben und freue mich ganz besonders, dass er zu uns gekommen ist. Sehr gerne. Hallo, ich grüße euch erstmal. Ich bin leider ein bisschen erkältet, habt ihr sicherlich mitgekriegt in den letzten Videos. Achso, ich muss ja noch schnell rüber, oder wäre ich aber geblendet. Habt ihr sicherlich mitgekriegt, dass ich schon wieder erkältet bin in den letzten Videos. Und ich muss auch sehen, dass wir heute den dritten Teil etwas abschließen. Wir haben ja im dritten Teil schon mal in Comments was gemacht und in Gera angefangen. Und uns geht es jetzt halt im Prinzip um die heiße Phase, also von Thema Comments bis zur endgültigen Ausführung. Das heißt, das wird so ein bisschen vorläufiger Abschluss sein, bis wir dann das Schulungsmaterial für die Gründung der Wahlkommission zusammen haben. Ich hoffe mal, ich bin im Bild. Kann man das sehen? Ja. Ja, wir müssen ja, sind ja improvisiert mit etwas mobiler Technik ausgestattet. Ich hoffe mal, dass wir das heute ordnungsgemäß machen können. So, Zusammenfassung. Ihr wisst ja, wem dient das jetzt alles? Da sagen viele, na, uns geht's doch gut. Wir haben zwischen 4.000 und 8.000 Euro im Monat und wir haben ein großes Haus, einen großen Pool und wir fahren dreimal im Jahr Urlaub. Was geht uns denn das Elend an? Und die Leute vergessen eben, dass hier aufgrund der Gesetzgebung und aufgrund, wie die Geschichte gelaufen ist, eben kein Eigentum gibt. Und zwar hängt das einfach damit zusammen, dass der Zweite Weltkrieg in dem Sinne nicht stattgefunden hat. Es ist eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, aber die Kriegspartner haben gewechselt. Ne? Wisst ihr, wie der Erste Weltkrieg entstanden ist? Das Kronprinzenpaar wurde sozusagen durch ein Attentat getötet. Und demzufolge war aufgrund der bestehenden Bündnisverpflichtung zwischen Kaiserreich und österreich-ungarischen Monarchie der Bündnisfall ausgelöst worden. Das ist also das, was man momentan versucht, zwischen Ukraine und Russland dort einen Bündnisfall auszulegen, weil die auch Bündnisse haben. Und Putin aber immer noch die Füße flach hält, da hat er gesagt, wenn ich hier auf einsteige, haben wir eine Wiederholung des Ersten Weltkriegs. Dort sind nur zwei Menschen getötet worden und es sind einige Millionen beim Ersten Weltkrieg gestorben. Und die Katastrophe kann man sich vorstellen, wenn das mit den heutigen Waffen, Atomwaffen, sich wiederholen würde. Und es gibt eine ganze Reihe Politiker, die es darauf anlegen, Deutschland in den sogenannten dritten, oder sagen wir mal, in den dritten Teil des Ersten Weltkriegs hineinzuziehen. Und der Grund liegt einfach darin, dass beim normalen Krieg, wie es im Fall so ist, die kriegerischen Auseinandersetzungen passieren und dann nach Ende der Kampfhandlung es zu einem Friedensschluss kommt. Also die kriegführenden Parteien sich dann darauf einigen, du bezahlst das, du bezahlst das. Dann wird das Land befriedet und dann ziehen die Besatzer wieder ab. Und genau das ist nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Naja, weil es am Ende des Ersten Weltkriegs zu Geheimverhandlungen kam, dass Teile der Kriegsbeteiligten wollten, dass der Krieg ewig weiterläuft. Das war das Ziel. Und zwar hatte man nicht Deutschland im Blick, sondern man wollte das Land Israel noch zusätzlich haben. Und da kam es zu einer Geheimverhandlung zwischen Großindustriellen und Großbankern, wenn sie dafür sorgen, dass Amerika in den Krieg eintritt, und zwar im Ersten Weltkrieg, dann würden sie als Gegenleistung für diese Verlängerung des Ersten Weltkrieges gerne das Land Israel in Besitz nehmen, würden das auch bezahlen. Und so ist Israel entstanden. Wir haben nämlich dann 1948 nur den Vertrag eingehalten, diesen wir sind, die auf Land geschlossen haben, um dieses Land zu besetzen. Das gehört dann nicht, weil es ist den Juden, die dort ursprünglich gelebt haben, weggenommen worden. Und dort sind Leute hingebracht worden, die gar nicht in das Land gehören. Das muss man einfach wissen. Ein paar Leute haben da offiziell darauf hingewiesen, also der Präsident vom Iran hat einmal erklärt, was kann denn die Palästinenser dafür, dass die jetzt nur 50, 60, 70 Jahre im Prinzip mit Krieg überzogen werden und aus ihrem Land vertrieben, was auch immer, und das Land zerstückelt und zerbröselt wird. Ähnlich geht es ja auch Deutschland. Achso, das ist der Bildschirmschoner. Geht es ja auch Deutschland, und hier ist es aber etwas so, dass der Staat bis zum 27.10.1918 existiert hat.
Der Staat ist dann ein Staat, wenn er über sein eigenes Staatsrecht und sein eigenes Staatsgebiet frei bestimmen kann. Alles andere sind Besatzungszonen. So, das war möglich bis zum 27.10.1918, weil am 28.10. Max von Baden gegen Kaiser geputscht hatte, weil in der 14 Tage vorneweg der Soldatenrat den Kaiser dafür verantwortlich gemacht hat, dass wegen zwei Todesfällen, also wegen den zwei Grundmünzen, ganz Europa in den Krieg gestürzt hat. Und die haben jetzt ja dann in den Niederlanden noch ewig bekriegt, sogenannten Stellungskrieg, wo es im Prinzip keine Sieger mehr gibt, sondern nur eine Materialschlacht. Und die waren alle kriegsmüde und das haben eben Industrielle ausgenutzt. So, und die haben dann gesagt, ja, der Max von Baden stellt sich das vorne ran und der unterzeichnet in Frankreich einen Waffenstillstand und den erklären wir dann zu einem Friedensvertrag. Ist aber nicht so. Der Versailler Vertrag sei der angebliche Friedensvertrag. Das ist aber nichts anderes als eine Ausplünderung Deutschlands, eine beschlossene Ausplünderung Deutschlands, wobei der unterschrieben hat, überhaupt nicht zeichnungsbefugt war. Und der Kaiser hat das irgendwie spitz gekriegt, wahrscheinlich hat er auch Berater gehabt und hat gesagt, das Ende des Krieges, das bestimmt immer noch ich. Ich bestimme, wenn der Erste Weltkrieg zu Ende ist. Und er hat beabsichtigt, erstmal einen Waffenstillstand zu machen, damit die Kriegsverletzten erstmal in die Heimat kommen, sich die Lache erstmal wieder beruhigt. Und dann wollte er sich mit den Kriegsbeteiligten einigen, wie das nun jetzt geregelt werden soll, wie die Grenzen jetzt verbleiben und so weiter. Das wollte der Kaiser regeln. Und um das zu verhindern, haben sie dann einen Kaiser sozusagen Morddrohung gemacht, war der Soldatenrat organisiert. Und da hat dann der Kaiser gesagt, also wenn die alle nicht hinter mir stehen und wenn ich hier der Einzige bin, der hier als Kanonenfutter dienen soll, dann verlasse ich jetzt erstmal das Land, bis die Lage sich beruhigt hat. Und der ist dann am 29. über die Grenze in Niederlande und hat sich dort erstmal zurückgezogen. So, er hat weder abgedankt, weil die Abdankungsurkunde, da gibt es zwei, die sind alle weder nicht echt, weil das sind mit geringen Änderungen, erkennt man, dass die Abdankungsurkunde aussieht wie alle anderen, was sonst der Kaiser ausgedankt hatte. Und vor allen Dingen gibt es keine zwei Abdankungsurkunden, wenn, da gibt es eine Original und eine Kopie. Also geht man davon aus, dass beides nicht gültig ist und der Kaiser auch nicht als freien Stücken abgedankt wird. Wenn gegen ihn Morddrohungen laufen, ist das ja nicht ein Staat, der in seiner freien Willensentscheidung das beschlossen hat, sondern das ist eben ein Terrorakt. So, und das hat zu der Situation geführt, dass nach dem Tod des Kaisers nur noch ein Verweser in die Rechte und Pflichten des Kaisers eintreten kann. Und diesen Verweser hat es bis heute nicht gegeben. Auch Max von Baden hatte keine Verweserrechte, weil er wurde nicht direkt vom Volk gewählt. Also das Volk hätte sozusagen hingehen müssen, wir brauchen jetzt wieder einen neuen Verweser, damit wir unsere Bodenrechte und unser Eigentum und unsere Landesgrenzen vor Ausplünderung schützen können. Und die Weimarer Republik hat weiter nichts gemacht, als hat das die Grenzen von 1914 ausgeplündert und die Schutzgebiete, die der Kaiser Schutzgebietsabkommen gab, sich selber überlassen. Und dadurch ist es passiert, dass zum Beispiel Deutsch Südwest an Südafrika gegangen ist, die das Land dann mehr oder weniger ausgenutzt haben, während der Kaiser ja eigentlich nur das Land befrieden wollte. Ja, da hat er also mit anderen Ländern Verträge gemacht, zum Beispiel mit Hawaii, mit Ghana, Teilen von Nigeria, sodass dort also Siedler hinkommen können, dort Ackerbau und Viehzucht betreiben und auch die einheimische Bevölkerung vor den Plünderern und Wilderern geschützt ist. Das war das Ziel. Dann gab es eben unter Literitzburg, gab es also dort die Kommandantur, und da haben die also gesessen, die hatten eine kleine Armee. Und wenn irgendwo Unruhen ist, sind die dorthin und haben das irgendwie ruhig gestellt. So, das ging auch wunderbar und das war auch richtig fruchtbare Zeit für das Volk dort. Und in der Zeit dazwischen haben die sich jetzt nur selber organisiert, sind wieder Deutsche hingefahren, haben also dort Land genommen, haben Häuser gebaut. Und haben nur gehofft, dass sich nur in der Zeit von 1955 an sich die Lage beruhigt und dass die Schutzgebiete dort wieder aktiviert werden. Und da gibt es also eine ganze Reihe deutscher Siedlungen, Windhoek, Kettmannshoop und so weiter. Das sieht aus wie eine deutsche Kleinstadt, während ringsherum eben die typisch afrikanischen Bauten und Hütten sind. Also so muss man das sehen. Nun ist es aber so, dass dieses Land eben durch die Wüstenstürme von feinen Wüstenstand zugeweht wird. Und wenn man also nicht jedes Jahr sein Haus freischaufelt, ist das alles eben unter einer riesen Sandwiese. Das sind eben das. Und momentan ist es halt so, dass die Swabo-Partei, die dort regiert, eben nicht so im Blick hat, wie man eben ein Land aufbaut und versucht eben mit Kooperation mit deutschen Firmen ein bisschen
deutsches Regierungs-Know-how in das Land zu kriegen. Und man kann sagen, dass in dieser Region es vorangeht. Es geht mit kleinen Schritten, mit einer positiven Zahlungsbilanz voran. Also das Land bewältigt die Schwierigkeiten. Da hast du manchmal eben noch eine Epidemie, dass eben Viehzeug eben mit ansteckenden Insekten noch überfallen wird und da eben die Rinder krepieren und so. Das hast du eben, weil das eben so eine tropische Zone ist, wo eben Krankheiten sind, die eben hier nicht sind. Aber es lässt sich dort wirtschaften und wenn man fleißig ist, kann man da wirklich auch eine große Ranch aufbauen und zu einem Wohlstand geraten, der deutlich höher ist wie hier in unseren Weiden. Aber da muss man eben sein Land und Hab und Gut verteidigen. Und Leute, die aber diese Freiheit wollen, machen das und nehmen das auf sich. Es gibt auch solche Kolonien in anderen Ländern. Aber es ist ein deutlicher Unterschied zu dem, wenn England irgendwo Land genommen hat. Sondern das ist immer darauf ausgerichtet zu werden, ich will dieses Land befrieden und ich will es bebauen. Und wir sind ja darauf geeicht, dass immer alles so weitergeht wie die letzten Jahre. Vorher, wir haben jetzt mal ein bisschen Schwierigkeiten, da wurde gesagt, wir haben ein paar Asylanten und so, und wenn das dann befriedet wird in Syrien, dann werden die ja dann schon wieder heimgehen und wir wünschen ihnen alles Gute, aber es ist nicht so geplant. Also man hat von 1943 einen sogenannten Hudenplan entwickelt, hat ein Professor Huden, das ist also ein Zionist, die Absicht vertreten, er möchte das Kaiserreich und seine Wirtschaftskraft komplett beerdigen. Und da hat sich also haben sich also Gruppen von Industriellen zusammengetan und haben also alles versucht, um diesen Wirtschaftsstandort zu zerstören. Da hatten wir also mal die Marke Made in Deutschland eingeführt, damit die Engländer die Produkte nicht kaufen sollten. Ja, also, damit der englische Markt dann geschützt wird und da hat also in Deutschland also produziert, mussten dann überall das draufkleben, Made in Deutschland. Und naja, die haben das dann gesehen, Made in Deutschland, ist aber eigentlich ganz gut und hält länger wie das eigene Zeug. Und da wurde aus einer Wirtschaftsabschottungsmaßnahme ein Qualitätsstandard, der nur heute wieder aufgeweicht ist, weil wir heute wieder alles in China und sonst wo produzieren. Und der eigentliche Wirtschaftsstandard im Prinzip verarmt, weil der Mittelstand sich nicht halten kann. Und alles, was auch aufgebaut wird, durch Behördenwillkür, den Mittelständlern im Prinzip wieder weggenommen wird. Also dann werden irgendwelche Forderungen angedichtet, die sie da an die Gemeinde abzuführen haben, die weder real sind, noch dass es irgendwie mit dem Gesetz übereinstimmt, es wird einem einfach Willkür gemacht. So, und irgendwann ist der kleine Mittelständler eben so genervt, dass er sich mit der Gesetzeslage und mit den Zuständen, die er herrschen, ernsthaft auseinandersetzt, ging mir ja auch nicht anders, und alles hinterfragt. Was ist denn hier eigentlich los mit der ganzen Gesetzgebung? Ich stehe doch schwarz auf weiß, dass ich dieses Recht habe. Wenn da steht, Geltungsbereich gelöscht, dann wird in das Gesetz immer noch verwendet und so weiter. Und diese ganzen Fragen führen dann zu einer ganzen Reihe von Aufwachprozessen, dass die Leute dann sagen, also alles, was hier stattfindet, das scheint irgendwie ein schlechter Film zu sein. Die Politiker vertreten Ansichten, die kann man nur noch mit kriminell oder verblödet artikulieren, aber es hat nichts mit Regierungspolitik zu tun. Es scheint, dass seit 1945 bis heute sich niemand mehr um die Leitlinien der Politik gekümmert, was für dieses Land wirklich gut ist. Da gab es noch im Krieg ein paar Leute, die haben gesagt, ich möchte das gerne voranbringen und dieses und jenes, aber die sind heute nicht mehr da. Die sind alle müde geworden, weil sie kein Land mehr sehen. Und woran ist das so? Na, weil eben das Besatzungsstatut von 1945 immer noch gilt. Und der Herr Gysi, der hat ja nur geschauspielert, also gesagt, ja, das hätte er nicht gewusst, dass es 2012 das Besatzungsstatut immer noch gilt. Der war aber bei den Verhandlungen der Wiedervereinigung mit dabei und da hatten sie ja beschlossen, 1990, dass es eine Friedensregelung nicht gibt. Und die Friedensregelung ist die vom Ersten Weltkrieg. Der Zweite spielt keine Rolle. Polen ist 1938 in die Ostgebiete reingemarschiert und da hatte Hitler ein legales Recht, über die Grenze zu gehen und die Leute dort wieder rauszujagen. Soweit okay, er hätte bloß nicht über die polnische Ostgrenze nach Russland gehen dürfen. Und das ist nun halt passiert, weil er gesagt hat, der Stalin rüstet auf, er will uns überfallen, also muss ich hier die Gebiete freiräumen. Und dann kommt es natürlich zum Handgemenge und der Stalin ließ dann einige Soldaten in deutsche Uniform kleiden, die haben dann dort Massaker gemacht. Und dann hat die Armee dort Probleme gekriegt, dass sie dann noch gegen die Zivilbevölkerung antreten durften. Obwohl sie denen eigentlich helfen wollten gegen die sogenannte Rote Armee, die dort nur einen Plünderungskrieg gemacht hat. Weil es war ja vom Zar weg bis 1939 gab es ja nur Pogrome. Also die haben ja im Prinzip die Landbevölkerung dort dezimiert und dort Land genommen und alles verwüstet und runtergewirtschaftet, weil das Zarenreich war ja immer stark. Es gab immer ein bisschen Hungersnot.
In der Zeit, wo dann das neue Zornpaar ranwuchs, die wollten das ja auch alles ändern, aber da kam es nicht dazu. Und man muss ja mal überlegen, in der Zeit, wo der Soldatenrat gegen den Kaiser geputscht hat, war denn ja noch gewahr, dass die Bolschewiki den Kaiser nach Ekaterinburg verschleppt hat und dort die Zarenfamilie umgebracht hat. Das haben die ja alles gewusst. Das muss man vorstellen, als wäre das zwei Jahre vorne weg gewesen. Also Oktoberrevolution und Putsch gegen Kaiser sind nämlich zeitlich benachbart. Und die haben gemerkt, dass die Engländer dort die Waffen hingeschafft haben nach Russland, damit die Rote Armee, mit nichts haben die angefangen, dort im Prinzip das Zarenreich zerschlägt. Und die haben die Weißrussen, die Nordmeerflotte und so alle belogen, haben gesagt, wenn ihr uns ja helft, das zaristische Reich zu besiegen, dann kriegt ja jeder von uns eine Räterepublik. Und dann könnt ihr über euer Land frei bestimmen. Die haben die Macht erobert, heimlich haben sie die Zarenfamilie erschossen, in so einem Keller in Ekaterinburg. Und hinterher war von der Räterepublik nichts mehr zu sehen. Die haben ihre kommunistische Diktatur großgezogen und haben dieses Land im Prinzip runtergewirtschaftet. Bis es irgendwann ein paar Leuten zu bunt war und die haben gesagt, ja, wir haben zwar jetzt eine kommunistische Ausrichtung, aber wir wollen ja auch was erreichen. Wir wollen den Weltraum und wir wollen die Ersten sein in der Welt. Und da hat sich so ein Status quo ereignet, dass die Sowjetunion, sagen wir, ein Selbstverständnis war, obwohl nie geplant war, dass der Kommunismus diesen Staat aufbaut. Der Kommunismus war nur dazu da, um Monarchien zu zerstören. Er hatte keinen anderen Zweck. Wenn ich keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln habe, kann ich keinen Staat am Leben halten. Das dient von Anfang an dazu, nur die Monarchie zu zerstören. Gleiches Muster in Frankreich. Es ging nur darum, die Landbevölkerung gegen den Adel aufzubringen, den Adel dort von der Macht zu vertreiben. Denn hinterher, nach der Revolution in Frankreich, ging es dem Volk nämlich erheblich schlechter. Genauso in Russland, genauso in Deutschland. Das ist wie eine Blaupause, die dort gemacht worden ist, dann guckt man sich Chile an, ist das gleiche nochmal passiert. Danach ging es dann erheblich schlechter. Und das, was jetzt hier passiert in Deutschland, ist, dass man Leute, Kämpfertruppen zu Flüchtlingen, traumatisierten Flüchtlingen erklärt, denen Pässe gibt, an die wir selber nicht mal rankommen, also blaue Pässe gibt es in der Regel nur für Staatskonstrukte, die wenigstens von zwei Ländern anerkannt werden. Die Bundesrepublik kann sich aber nicht als Staat anerkennen lassen, weil sie nur ein Verwaltungskonstrukt ist, eine Firma ist. Also ein Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat, so zu tun, als wäre ein Staat, sodass alle dieses Wohlfühlgefühl haben. Aber das heißt trotzdem, dass es Unrecht ist, weil der Staat selber ja nur dazu da ist, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu organisieren und nicht dazu dient, den eigentlichen Staat niederzuhalten. Aber das ist genau das, was gemacht wird. Und nun passiert es natürlich, dass gewisse staatliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Verlängerung der Bodenrechte, nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil die BRD darf es nicht und wir können es nicht. Weil wir können ja nicht in der Gemeindeverwaltung sagen, ich will jetzt nicht mit dem Bürgermeister der BRD reden, sondern ich will mit dem Bürgermeister der Gemeinde reden, der berechtigt wäre, die Grundstücksrechte an meine Kinder oder an meine Enkel weiterzugeben. Das geht einfach nicht. Alles, was die Gemeinde machen darf, ist den Besitzstand notieren. Und das machen die in ihren Rechnungen, aber einfach nicht als Originale, weil sie es nicht dürfen. Die haben ja auch kein ordentliches Siegel. Mit welchem Siegel wollen sie denn den Grundstücksverkauf besiegeln? Geht einfach nicht. Das heißt, es wird nur gemauschelt, es wird mit elektronischen Daten hantiert. Lass mal die Festplatte abstürzen, gibt es vielleicht noch ein Backup. Aber wer sagt denn, dass das, was in dem Rechner steht, wirklich alles in Ordnung ist? Dann kommt die nächste Geschichte. Da fragt man sich, warum sind denn in den ganzen Meldestellen überall die elektronischen Pads? Was hat denn das für einen Grund? Warum kann ich denn normal auf den Zettel unterschreiben? Da fragt man sich, ja, ist vielleicht Bequemlichkeit, weil wir das dann ein bisschen schick haben oder so, aber das Unterschreiben auf dem Zettel dauert genauso lange wie das Unterschreiben auf dem Pad. Deswegen hat eine ganz andere Funktion. Das elektronische Pad nimmt mit einer elektronischen Sicherheit sozusagen die Kurvenform der Unterschrift ab und dieses Ding kann ich auf jedes beliebige andere Dokument drauf machen. Ich kann nämlich die staatsbürgerlichen Rechte, die man erwirbt durch eine Geburt im Bundesstaat, an so einen Migranten übertragen, ohne dass du sagen kannst, das habe ich doch gar nicht beantwortet, das habe ich doch gar nicht unterschrieben, ich habe doch meine Staatsangehörigkeit im Migranten oder irgendjemandem abgetreten. Ich wollte auch nie Nazi werden, wieso steht denn in meinem Ausweis Deutsch drin? Ich habe doch die Bundesstaatsangehörigkeit, meine Oma, mein Opa, meine ganzen Großeltern, die sind alle hier in Mitteldeutschland geboren, die haben alle die Zeit von 1933 bis 1945 gar nicht erlebt. Weil uns ist immer erzählt worden, Honecker und Ulbricht,
die Zeit von 1933 bis 1945 ganz schlecht, ganz böse. Also durfte man nicht mal das Wort Hitler in den Mund nehmen, da waren wir schon der Nazi. Und selber haben sie aber 1990 bei den Verträgen der Wiederverhandlung, der Wiedervereinigung, dafür gestimmt. Und dann muss man sich fragen, was ist denn in der Nacht passiert? Ne, die haben zusammengehockt, der Russe hat gesagt, ich will das gesamte Gebiet zurückgeben, also mit Ostgebieten, war das russische Angebot. Und der Westen hat gesagt, na, wenn er das macht, haben wir ja wieder einen Krieg. Und dann müssen ja die Amerikaner wieder raus aus dem Gebiet. Und dann haben die gesagt, das ist nicht beabsichtigt. Und da die DDR von der Bundesrepublik in den Tritt gezogen hat, haben sie sich nicht gegen Kohl und Genscher aufgestellt. Das ist das, was da gelaufen ist. Die DDR hätte aber gar keine Kredite nehmen brauchen, weil mit einer Staatsverschuldung von 6 Milliarden hätten die problemlos auf dem Weltmarkt Geld kriegen können. So haben sie das nicht gemacht. Man fragt sich nur, warum. Weil die Bundesrepublik hatte 624 Milliarden Schulden an dem Tag. Die Bundesrepublik 6, wobei 4 Milliarden alleine die SED zu verantworten hatte und nur 2 Milliarden der Staat. 10 Milliarden ist genau die Summe, die entsteht, wenn irgendeiner am Zoll was bezahlt, bis es in die Staatskasse eingebucht worden ist. Bei einem Umsatz von einem Staat, der auch so 600 Milliarden im Jahr umgesetzt hat. Dies ist also nichts, das ist der durchschlagende Posten, bis der nächste Zahlungslauf ist. Das sind keine wirkliche Staatsverschuldung. Was hat man jetzt gemacht? Man hat das Staatskonstrukt BRD und DDR weggeschnitten und hat unter gleichem Namen die zwei Sachen im Handelsrecht neu gegründet. Zwei Handelsformen kann ich problemlos vereinigen. Zwei Staaten kann ich nicht vereinigen, weil der Staat ja noch existiert hat. Aber es waren nicht die BRD und die DDR, sondern der Staat ist das Kaiserliche Reich in den Grenzen von 1914. Denn solange die Haager Landkriegsordnung läuft, darf niemand die Grenzen des Staates und auch nicht die Hoheitsrechte, wie zum Beispiel die Bodenrechte, eingreifen. Der Besatzer darf die Außengrenzen nicht verrücken. Da fragt man sich, warum gibt es denn die Grenzen vom 31.12.1937, wie es im Grundgesetz steht? Ja, da muss man sich mal überlegen, was in der Zeit 1938 passiert ist. 1938 gab es eine Forschungsexpedition nach Neuschwabenland, das ist eine Gebietserweiterung, und es gab einen Anschluss Österreich-Ungarn an das ehemalige Deutsche Reich nach dem Verständnis von Hitler. Und das hätte zu einer Vergrößerung geführt. Und da hat man sich ja darum rausgesucht, was eigentlich unkritisch ist. Aber was haben wir denn? Ein Besatzer kann doch nicht die Grenzen des Landes verrücken. Der Besatzer kann nur die öffentliche Ordnung und Sicherheit herstellen und, sagen wir mal, die Kontrolle über Land gewinnen, weil es eine kriegerische Auseinandersetzung gab. Und dann muss er sich aber raushalten, und da steht in der Haager Landkriegsordnung, Artikel 43, es ist das Landesrecht zu gewähren. Da muss man sich fragen, welches Landesrecht? Das zum Ersten Weltkrieg oder zum Zweiten Weltkrieg? Wenn man darüber nachdenkt, kommen wir ganz schnell dahinter, das ist das zum Ersten. Weil der Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg ist nicht passiert. Max von Baden hat in Frankreich keinen Friedensvertrag unterschrieben. Ein Waffenstillstand. Waffenstillstände können die Offiziere untereinander machen, da braucht es keinen Staatsvertrag geben. Die setzen sich einfach hin und sagen, wir machen jetzt Weihnachten, wie in Stalingrad, und da wird nicht mehr geschossen, bis der Frieden ist. Und dann können wir am Neujahr können wir dann wieder losballern. Das können die untereinander machen. Aber die wollten in Frankreich so tun, als hätte es einen Frieden gegeben. Und daraufhin ist über die Pariser Vorverträge der Versailler Vertrag entstanden, der im Prinzip den Außengrenzen von 1914 eine Last aufgebürdet hat, die man eigentlich als Folge nicht tragen kann. Und das hat dazu geführt, dass es so eine Wirtschaftskrise gab und dann haben natürlich Leute noch nachgetreten und nachgeholfen, dass es dann wirklich eben zu schweren Hungersnöten in der Zeit von 1918 bis 1934 kam. Eine wirkliche Not in Deutschland, im reichsten Land der Welt. Und man muss fragen, es ist eine respektable Leistung, wie man ein Land in so kurzer Zeit runterwirtschaften kann. Und da fragt man sich, sind Sie denn nicht damit zufrieden, dass Sie in Deutschland in diese Situation gebracht wurden? Nö, die haben Hals nicht Folge genug gekriegt. Die wollen jetzt nochmal einen Nachschlag haben. Weil die wollen das, was wir in der Zeit von 1943 bis heute erwirtschaftet haben, sich auch noch holen. Und das ist der Plan von Herrn Huden, der momentan greift, weil der sich sagt, na, wenn kein Staat mehr da ist, gibt es ja auch keine Staatsangehörigen. Und dann muss ich ja, oder darf Russland angeblich die Staatsangehörigen auch in die Heimat schicken. Denn im Friedensvertrag von Brest-Litovsk, der geschlossen worden ist zwischen Kaiserreich und der Sowjetunion, steht im Artikel 8 drin, dass die Kriegsgefangenen in die Heimat zurückgeschickt werden müssen. Wo, bitte, ist in einer Firma, in einem Verwaltungskonstrukt BRD eine Heimat?
ist eine Verwaltung, ist doch nicht meine Heimat. Ich habe doch meine Heimat im Bürgermeisteramt. Ich habe meine Heimat in Sachsen, aber im Königreich Sachsen oder in Preuß oder in, wer weiß, wo ihr alle her seid, aus Preußen. Das ist die Heimat. Und der Friedensvertrag, der geschlossen worden ist, besiegelt und gewährt uns, dass alle in die Heimat kommen. Wenn wir keine Staatsangehörigkeitsänderung hatten von 1933 bis 1945, ist natürlich klar, dass sich in Mitteldeutschland das Recht der Staatsangehörigkeit nicht geändert hat. Dass die Bundesrepublik in ihrer Verwaltung was anders macht, ist die eine Sache. Entscheidend ist, das Staatsrecht ist zu gewähren. Weil Artikel 43 setzt das Landesrecht ein, was beim Inkrafttreten der HLKU galt. Und das ist das, wo der Erste Weltkrieg losging. Und da ist ziemlich klar, dass wir eine kaiserliche Monarchie sind, immer noch. Nur, dass die Bundesrepublik eine Demokratie ist oder eine Drückerkrieg oder was auch immer. Ich weiß es nicht, was es momentan. Ich habe den Eindruck, es ist einfach nur ein Willkürkonstrukt, eine Parteienwillkür. Aber der Staat ist immer noch eine kaiserliche Monarchie. Wir haben eine kaiserliche Monarchie und eine Kaiser. Und dafür wäre die richtige Verwaltungsform eine deutsche Föderation. Nämlich genau dasselbe, was Russland machen musste und gemacht hat. Wir haben sich einfach vor die Wanze gestellt, damals bei dem Putsch, und haben gesagt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Wir wollen jetzt wieder ordentliche Verhältnisse haben. Und da ist die russische Föderation entstanden. Also ein Verwaltungskonstrukt von der Monarchie. Das ist noch nicht die Wiederherstellung des Staates. Das ist das, was Putin in den nächsten Jahren vorhat. Er will das Zarenreich in der alten Sache wieder einstellen. Wenn man sich mal den Medvedev genau anguckt, denn die alten Zarenbilder, da fällt ihnen auf, dass die irgendwie wieder ähnlich aussehen. Das ist nämlich ein Nachkomme, also ein entfernter Verwandter. So, die haben sich immer schön abgewechselt. Regierung und Verwaltung, Regierung und Verwaltung, da haben sich gewundert, warum machen die denn das Spielchen hier? Putin will das wiederherstellen, er muss es auch wiederherstellen, weil er nur erwartet wird, dass ein großer charismatischer Führer das russische Reich wieder zu den alten Ehren zurückführt. Das ist das Ziel. Jetzt ist die Frage, wir können aber doch nicht außen vor bleiben. Österreich-Ungarn hat nämlich das gleiche Problem wie wir. Die haben auch eine weggeputschte Monarchie, sind eigentlich immer noch kaiserliche, ja, Kaiser von Österreich-Ungarn, Monarchie. Und das, was als österreichische Regierung ist, die im Prinzip nur noch gegenüber der EU bücken, sind keine rechtmäßig gewählte Regierung, weil die nämlich auch nicht durch die österreich-ungarische Wahlgesetzgebung an die Macht gekommen sind, sondern die haben sich eigene Regeln gemacht. Das ist keine legitime Regierung. Die Haager Landkriegsordnung gilt für Österreich genauso wie für uns. Bei denen ist nur der Unterschied, die haben keine Bundesstaaten. Die haben ein großes Reich und die haben verschiedene Verwaltungen, aber sind alle unter einem Siegel eine Monarchie. Also die wählen im Prinzip ein Referendum und die Siegelrechte wieder erwerben zum Zeitpunkt des Putsches, also wo der Kaiser weggeputscht, das Grundprinzip weggeputscht worden ist, die Siegelrechte erwerben, dann wählen die immer durch ihre Verfassung und dann sind die wieder ihre kaiserliche Monarchie. Funktioniert in Deutschland so nicht, weil in Deutschland hat 26 Bundesstaaten, 25 plus 1. Und jetzt müssen wir noch gucken, welche Wahlberechtigten gibt es noch, weil nämlich die Schutzgebietsabkommen, die sind zwar durch den Waffenstillstand suspendiert, aber die haben alle eigene Siegelrechte. Namibia kann nämlich jederzeit ein Verweser werden. Das Schutzgebietsabkommen gewährt zum Beispiel Namibia ein Verweser, wenn die sich dort einig wären, aber die Mehrheitsteilen geben das nicht mal näher, weil das war, wo man halt mal eine Mehrheit hat. Aber lass mal eine Währungskrise kommen, dass der südafrikanische Rand und der namibische Dollar ist es wo, dort wegbricht, weil die alle am Dollar hängen, dann haben wir dort ein richtiges Problem. Und die Menschen, die das dort klären könnten, wären über deutsche Schutzgebietsabkommen die Grundnahrungsversorgung zu gewährleisten. Wer soll denn das machen? Die Bundesrepublik würde uns nicht helfen. Die Leute da unten sind in ernster Versorgungsgefahr, wenn wir das hier nicht richten. Ähnlich sieht es aus in Hawaii, ähnlich sieht es aus in Ghana. Das sind nämlich alles noch Gebiete. Da gibt es 5 oder 6 Schutzgebiete, die plötzlich in der Luft hängen, wenn das da Eurosystem hinunterfällt. Letzte Woche gab es eine Notverordnung von der Yellen, von der Weltbank, wo rauskam, das mit der BRICS, das ist nicht bloß Spaß, die machen das wirklich. Die haben Kredite vergeben und die wollen das wirklich China, Indien, Brasilien, Südafrika autark machen. Also aus dem Währungssystem rauslösen. Jetzt muss man sich fragen, welche Währung gilt denn in Deutschland? In der Regel ist das so, dass eine Monarchie über die Währung bestimmt. Welche kaiserliche Verfügung hätte die kaiserliche Mark abgesetzt? Das ist doch keine bekannt. Die kaiserliche Euros, die kaiserliche Mark, sieht nur so aus wie unsere Euros, immer noch gültige Währung.
dass du bei eBay von einem ganzen Sack kriegst für ein paar Euro, musst du mal drüber nachdenken, ob man sich da irgendwas herdut. Weil die Werbung muss erstmal außer Kraft gesetzt werden, bevor sie außer Kurs gestellt wird. Und die hat noch eine Golddeckung. Aber ich kann das eins verraten, ich glaube, es werden nicht die Geldscheine werden, weil die Geldscheine haben überhaupt keine Sicherheitsmerkmale. Also die kannst du auf dem heutigen Kopierer gleich kopieren. Aber die Münzen, das sind immer Kursmünzen. So, gut, aber wir brauchen nicht schwärmen. Wie kriegen wir es wieder hergestellt? Wir müssen ein Referendum machen, dass wir in die Siegelrechte kommen. Weil wir können ja nur Staatsangehörige generieren, die nachweisen können, dass sie nach Rostock Deutsche sind. Und diesen Nachweis müssen wir mit dem staatlichen Siegel siegeln. Und das muss jemand siegeln, der die Siegelrechte hat. Also Pförtner brauchst du nicht. Und Siegel kannst du auch nicht einfach machen lassen, weil Siegelmissbrauch. Aber wenn du ein Referendum machst und machst eine Wahlkommission, kannst du das, wenn du es beides hast, klären, dass du die erste staatliche Institution dadurch zustande kriegst, dass du das Notstandsrecht von 1913 und 14 nutzt, was dir gestattet, als Otto Normal in die staatlichen Rechte und Pflichten einzutreten, wenn du die Heilung des Verfassungsnotstandes betreibst. Also die kaiserliche Monarchie wiederherstellst, dann musst du von dem Verweser, der dann gewählt wird, entlastet werden. Und diese Entlastung führt dazu, dass deine Entscheidung, die du getroffen hast, in deinem kleinen Kleckersdorf Gesetzeskraft erhält. Und zwar so lange, bis der neue Verweser gewählt ist, die Wahlkommission entlastet hat, den Wahlvorgang die Wahl angenommen hat und dann eine Verfügung zur Änderung der Verfassung machen muss. Weil wer von uns hat in der kaiserlichen Marine gedient, um seine Staatsangehörigkeiten zu verlieren? Sind wir alle irgendwie betroffen. Und wir haben auch seit 100 Jahren keine Wiederanmeldung und keine Bürgerrechte erfahren. Das kann die Wahlkommission machen. Und wie das geht, würde ich dann im zweiten Teil machen, nachdem meine Sicherung erholt hat. Entschuldigung, aber ich merke gerade, dass schon die Grenzen kommen. Wir werden uns dann im zweiten Teil nochmal angucken, welche organisatorischen Maßnahmen sind nötig, damit wir im Prinzip die Wahlkommission zum Laufen kriegen und dass wir in die Siegelrechte kommen, damit wir unsere Bodenrechte verlängern können und keiner herkommen kann, ja, es gibt ja keine Staatsangehörigkeiten, wir haben einen riesengroßen Flüchtlingsstrom, die schicken wir uns alle in das Land und die nehmen das jetzt in Besitz. Und wenn einer rumzuckt, dann liefern wir mir dann Waffen oder schmeißen wir tatsächlich eine Palette amerikanische Waffen runter und dann haben wir das Problem. Und wir haben keine Waffen und die haben welche. Und die Situation kann man nur vermeiden, indem man vor dem Stichtag wieder eine rechtmäßige, notstandsrechtliche Regierung einsetzt, über das Verfahren, was der Kaiser ursprünglich dafür vorgesehen hatte. Weil er hat die ja im Hintergrund Papsen gehört. Und deswegen hat er von 1913 bis 1914 entsprechende Verfügungen erlassen, die uns erlauben, dass kein vorzeitiger Friedensschluss zu unserem Nachteil passiert und wir ein Verfahren kriegen, wie wir in die staatlichen Rechte wieder eintreten können. Das heißt, wir müssen einen Verweser direkt vom Volk wählen, der als Kaiser den Krieg formal beendet und eine Friedensregelung mit den europäischen Staaten trifft. Ohne, dass Spanien, Polen, Teile von Russland, naja, die ganzen Südländer im Prinzip hinten runterfallen, weil die ja im Prinzip die Reparation von dem Ersten Weltkrieg mit bezahlen müssen. Sie sind ja Feindstaaten. Ja, und da gibt es Lösungen, da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, das würde ich dann in dem zweiten Teil nochmal zeigen. Danke. Thank you.